Nefiten, das ist eine Sache. Das ist aber ein bisschen mehr, aber das ist jetzt sehr schön. Nein, nein, nur es ist klar, da redet man nicht drüber. Frau Schuster, wir müssen nicht so speziell, viele Leute in Österreich wissen diese detaillierten Sachen nicht. Ja, und wenn ein bisschen ist klar. Ein bisschen größeres Thema angeht. Deshalb möchte ich den Herrn Missig bitten. Ja, nur ich möchte noch eins Satz noch, dazu, zu Ende sagen, dazu ja. sagen. Wenn, ich glaube, ich würde viel Zündstoff rausnehmen, wenn wir von diesen Kellerbereichen wegkommen, die einfach Angst machen. Dann müssen Sie aber eine Moschee befürworten. Ich will keine Moschee, weil eine Moschee... Das ist die Alternative zum Kirchen. Nein, ich bin keine Moschee. Frau Schuster, wenn es in der Türkei keine Kirchen gibt, was für ein Gefühl haben Sie? Ich habe ja so, dass Gebetshäuser. Gebetshäuser sollen Sie bitte bauen, wie soll die islamische... Wenn Sie hören, in der Türkei ist es nicht erlaubt, Kirchen zu bauen. Es gibt große Probleme, die Kirchen aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie hören, in der Türkei ist es nicht erlaubt, die Kirchenglocken läuten zu lassen. Was für ein Gefühl haben Sie da? Da muss ich sagen, für die Christen, die dort leben. Ich bin katholisch, ich bin Christin, aber ich würde mich nicht auf den Standpunkt von der Türkei stellen. Ich glaube, dass wir in der Demokratie schon ein bisschen weiter sind. Nein, ich frage Sie zurück. Doch, Sie sind doch Christin. Ich gehe nicht zurück. Ich bitte Sie doch nur eins. Als Christin tut mir das weh. Genau, das meine ich. Als Christin tut mir das irgendwo weh. Darum sage ich ja, lassen wir Sie bitte. Weil es wird ja sehr viel... Gleiches Recht für alle und dann redet man immer mehr drüber, weil es macht alle diese Diskussionen unfruchtbar, dass da immer sofort die Religion hineingezogen wird und jedes andere Thema, die Schulprobleme und die und Integrationsprobleme von Migranten, die jetzt gar nichts mit Religion zu tun haben. Es wird sofort religiös überkodiert und ein bisschen runterkochen mit dem religiösen Kulturkampf wir gegen die Moslems. Aber wo kommt das her? Darf ich bitte? Ja. Ich fand was Interessantes, was Sie gesagt haben, Frau Attesch, nämlich, wenn Sie da durch Neukölln gehen und so, dann treffen Sie diese Jugendlichen, die da sagen, ich bin Türke und ich bin Moslem und das ist etwas, was ihnen sozusagen Kraft oder Selbstbewusstsein oder was auch immer gibt. Und Sie haben dann dazu gesagt, das ist von vornherein noch gar nicht schlecht. Da bin ich ein bisschen gestützt, ich glaube ja nicht mehr, dass Sie das glauben, gestützt, weil ich finde das sozusagen schon schlecht, natürlich, wenn dann 15-jährige Kids, die sozusagen seit 15 Jahren hier leben, als primäres Identitätsmerkmal nur zu sagen haben, ich bin Türke und ich bin Moslem. Ja, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist ja mein nächster Satz gewesen, wenn das da bleibt, wenn Sie sich in diesem Land mit dem Land nicht identifizieren können, in dem Sie leben, und nicht nur, dass Sie sich nicht identifizieren, sondern es verachten und das dann Sie müssen sich auch nicht mit dem Land identifizieren, aber Sie brauchen zumindest sozusagen eine multiplere Identitätsdings. Darum geht es. Da ist dann etwas falsch gelaufen. Ja? Und dann würde ich mich aber weigern zu sagen, da läuft etwas mit den Moslems falsch. Ja? Das ist natürlich leichter. Ja? Wolf Gotte macht es leichter, Herr Strache macht es leicht. Es läuft immer nur bei den Moslems falsch. Das hilft uns auch nichts. Was sollen wir denn machen mit den Moslems, wenn es wirklich nur bei den Moslems ist? Da müssen wir doch schon mal schauen, das ist die entscheidende Frage, wie kommen wir dahin, dass wir diese Milieus, in denen das so ist, aufbrechen und dass wir dazu zu einem moderneren Diskurs kommen. Dann sind wir auch nicht darauf angewiesen, weil wir an die nicht rankommen, dass wir die Verbände brauchen, um mit denen irgendwie. Sind das ganz normale Jugendliche, wie alle anderen oder wie ein Großteil der türkischen und arabischen Jugendlichen auch, sind diese 20% oder 15%, meinetwegen 31% in Berlin, die diese Probleme haben, auch ganz normale Jugendliche. Und da gibt es keinen anderen Weg, auch wenn Sie mir jetzt sagen, wir haben gar Geld und es dauert 15 Jahre. Es dauert eben 15. Wissen Sie was? Wenn wir haben das Problem, das lang genug so gemacht, ja, dass wir sozusagen
Kindererziehung ist in der Familie und Kindergärten interessieren uns nicht und mit 6 kommen die in die Schule. Und wenn sie dann sozusagen die Sprache noch nicht kennen, dann sind sie natürlich mit 6 Jahren geborene Verlierer. Ja? Und diese Fehler haben wir jetzt viele Jahre gemacht. Ja? Jetzt stellt sich die Frage, wie hören wir doch besser auf, diese Fehler zu machen. Ja? Und natürlich die positiven Resultate sehen wir dann erst sozusagen, wenn also wir heute damit anfangen, gut. In 10, 14 Jahren, wenn diese heutigen Nulljährigen, Einjährigen, Zweijährigen 14, 15, 16 sind. Schneller geht es eben nicht, aber es geht eben auch nicht anders. Dann möchte ich gerne wissen, also was für Fehler gemacht, liegt vielleicht auf der Hand, aber wie Vorschläge, wie kann man dieses Rad, das Sie vorhin angesprochen haben, dass durch die Globalisierung diese Grenzen alle offen sind, ich glaube nicht, dass man es zurückdrehen kann. Aber was kann man machen? Was ist Ihr Vorschlag? Also mein Vorschlag ist, ich sage es direkt, statt Integrationsbeauftragten, weil Integration eine Bringschuld ist, ich muss nicht erwarten, dass andere es für mich finanzieren. Ich möchte gerne Rückführungsbeauftragte statt Integrationsbeauftragte haben, weil diejenigen, die sich nicht integrieren, die würde ich gerne nicht. Das geht nicht um Österreich. Wie bitte? Mit den alten Eisenbahnen, die schon mal so gut funktioniert haben? Nö, Sie unterstellen mir jetzt, ein Nazi zu sein. Das ist ein. Ihr seid wirklich eine charmant, unkontrollierbare Runde. Ich bitte jetzt den Herrn. Ich möchte die Personen, die sich hier, egal ob in Österreich, den Niederlanden oder sonst wo, die sich hier in Europa nicht integrieren, die sich als resistent erweisen, die auffallen, die uns Probleme bescheren. Diese Personen, die auch nicht die Staatsbürgerschaft haben, die möchte ich gerne in ihre Herkunftsländer zurückführen. Und zwar genauso, wie ihre Herkunftsländer das auch machen. Wenn beispielsweise Herr Erdogan vor wenigen Wochen gesagt hat, die Armenier, vielleicht erinnern Sie sich daran, Herr Erdogan möchte, hat ich geäußert... Ich nehme nur kein Vorbild an Herrn Erdogan. Nee, ich kann auch viele andere Beispiele nennen. Ich sage nur, wenn die Türkei sagt, wir möchten Christen, die sich hier nicht die wir jetzt nicht mehr brauchen, wir möchten die zurückführen, dann kann ich schlecht sagen, wenn das ein Deutscher sagt, das ist ein Nazi. Ja, dem einen klopfe ich auf die Schulter. Ich sage, ich möchte bestimmte Bevölkerungsgruppen hier nicht haben. Schluss aus. Wenn ich sie finanziell mir nicht leisten kann, und ich kann sie mir nicht leisten, da muss ich darüber reden, denn diese Integrationskosten im Jahr 1973, Sie würden es heute nie, der Spiegel hat 1973 eine Titelgeschichte gehabt, die Türken kommen. Darin hat der Spiegel beschrieben, rette sich wer kann, war der Untertitel, Spiegel, keine rechtsextremistische Zeitschrift. Sie haben 1973 vorgerechnet, dass